Wir sind auf dem Jakobsweg, 170 Kilometer, und es hat angefangen. Ich hatte vor einem Jahr an Weihnachten diesen Bibeltext vorgelesen, dass Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem gelaufen sind, hochschwanger, 170 Kilometer. Habe ich mir gedacht, sind wir jemals schon 170 Kilometer gegangen, gelaufen? Und dann gesagt, was würde geschehen? Wir würden die Weihnachtsgeschichte auch in 170 Kilometer erzählen und das zu fühlen, was Maria und Josef nämlich erlebt haben. Am achten Tag nach der Geburt wurde das Kind beschnitten, wie es üblich war. Es erhielt den Namen Jesus. Den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hatte. Willkommen zu einer weiteren Folge von Story of Christmas auf dem Jakobsweg. Heute geht es um Namen. Ja, wir sind auf dem Weg nach Santiago de Compostela und das ist ja so ein Mythos und eine Stadt und das hat eine Bedeutung. Was bedeutet der Name dieser Stadt? Santiago de Compostela, das ist wirklich ein spannender Name. Also, Santiago, das kommt vom Lateinischen und heißt eigentlich so abgeleitet Heiliger Jakobus, weil offensichtlich Jakobus dort war. De Compostela, habe ich immer gedacht, das tönt so wie Kompost und Kompost. Irgendwie passt es so gar nicht zu dem, was die Leute dort sich erhoffen. Aber in der Tat gab es dort solche Lichtquellen und solche Lichterscheinungen, die Menschen dort erlebt haben. Und deswegen heißt das ganz einfach Sternenfeld. Es macht auch alles Sinn, weil die Leute gehen dorthin, wo der Jakobus war, und sie erhoffen sich, dass sie dort Gott begegnen. So eine Erscheinung von diesem Himmel. Also Namen, Städte haben eine Bedeutung. Und jetzt, als Maria und Josef ein Kind bekommen, kommt ja die Frage, wie nennt man das Kind? Und sie gaben ihm den Namen Jesu. Und auch der Name Jesus, denkt man, okay, das ist ein interessanter Name. Gibt es ja im Spanischen häufig. Ja, aber was bedeutet das auch im Urtext? Der Name hat eine Bedeutung für Sie. Ja, wenn man das herleitet vom Hebräischen, dann kommt es eigentlich vom Namen Yahweh. Und das wiederum bedeutet, Gott ist Rettung, Gott hilft, oder dann auch Immanuel, Gott ist mit uns. Es ist sehr interessant, das Volk Gottes, und Gott ist immer auch ein Gott der Geschichte, und Gott hat sich an verschiedenen Orten gezeigt und es gab immer eine andere Charaktereigenschaft, das Gott ihnen mitgeteilt hatte. Und der Name Jesus bedeutet, ich bin der Gott mit verschiedenen Facetten. Das bedeutet, für jede Situation in meinem Leben kann ich eine Charaktereigenschaft von Gott in meinem Leben hinzurufen. Zum Beispiel, einer der Namen Gottes heißt Yahweh Rapha, das heißt, Gott ist mein Arzt. Gott ist mein Arzt. Das kann man dann beten, wenn du krank bist, sagst du, ich habe einen Gott, der sieht, der hört, und es ist ein Gott, der Wunder in meinem Leben bewirkt. Stell dir mal vor, früher, die hatten nicht eine Apotheke oder eine Operationssaal. Sie wussten, wenn Gott uns nicht heilt durch ein Wunder, dann sind wir tot oder werden nie mehr gesund werden. Und das Volk von Gott hat gelernt, wir können diesen Namen Gottes anrufen, Gott der Zeichen und der Wunder. Denn Yahweh Jireh, Gott ist mein Versorger. Auch das Volk Israel hat Gott als einen Versorger erlebt in der Wüste. Und ich finde es immer wieder spannend, diese Geschichten zu lesen und dann zu lesen, wie sie dem Gott im Himmel gesagt haben, weil sie ihn genau auf diese Art und Weise erlebt haben, eben als Versorger zum Beispiel. Denn auch den Namen Yahweh Nissi, Gott ist mein Schutz.
mein Schutz und er ist für mich da. Also heute hat es Regen angesagt und wenn ich mir da vorstelle, dass er unser Schutz ist, unser Schirm, das hat einfach eine starke Bedeutung. Ich hatte einen Schirm dabei und ich habe gemerkt, es regnet gar nicht, aber der Gedanke, Gott ist mein Schirm, er beschützt, ist ein wunderbares Bild und ein Yahweh Tzidkenu. Gott ist meine Gerechtigkeit. Ja, für was ist dann das wieder wichtig? Ja, es geschieht leider so viel Unrecht auf dieser Welt, aber wenn ich weiß, dass Gott Gerechtigkeit schafft und dass er Dinge wieder richtet in meinem Leben, die schiefgelaufen sind, im Leben von anderen, was ich angerichtet habe, dann ist das einfach extrem ermutigend. Du merkst, dieser Name Gottes hat verschiedene Facetten und dann noch eine Facette, Yahweh Shammah, Gott, du bist mir sehr, sehr nahe oder Gott, du bist auch hier, jetzt, wo ich drin bin in meinem Leben. Und manchmal habe ich das Gefühl, Gott ist gar nicht da. Der sieht gar nicht, der hört gar nicht, der nimmt nicht Notiz. Und Yahweh Shammah heißt nichts anderes, Gott sieht, Gott hört und Gott nimmt Notiz. Und du merkst, plötzlich bekommt das Wort Jesu eine Bedeutung für mich. Ganz verschiedene Charaktereigenschaften. Und ich weiß, ich bin nicht alleine in meinem Leben, sondern du kannst diesen Namen Gottes anrufen für jede einzelne Lebenssituation. Und Menschen, wie schon gesagt, haben diesen Gott genau so erlebt, wie sie ihm nachher gesagt haben. Gott, du bist der, der mir nahe ist. Gott, du bist der, der mich rettet. Gott, du bist der, der mich heilt. Weil sie diesen Namen in einer Notsituation so erlebt haben und er so persönlich ihnen erschienen ist. Und wenn auch Namen ausspricht, das ausspricht, was Gott ist, dann wird in dir, in deiner Seele bewusst, auch in deinem Geist bewusst, ich habe einen Gott, der ist viel größer, als ich mir das jemals in meinem Leben vorgestellt habe. Was auch immer deine Situation heute in deinem Leben ist. Für deine Situation hat Gott eine Charaktereigenschaft, einen Namen. Und ruf diesen Namen, diese Eigenschaft dir zu, dass du dir bewusst bist. Ich meine, Gott ist ja immer da. Aber ich habe manchmal das Gefühl, Gott ist nicht da. Und ruf es zu über deine Situation. Und dann wirst du Wunder erleben, dass Gott ist ein Versorger. Er ist dir nahe. Er ist deine Burg. Er ist deine Zufriedenheit und auch deine Freude in deinem Leben. Gott ist stärker, größer, mit mehr Facetten, als du dir jemals vorgestellt hast.